Zweiter Part der dritten Welle der Mondcup im 50cc beginnt mit Pflaster von Berlin. Und ja, hier ist es so, man beginnt mit Pflaster von Berlin 2, dann 3 und dann fährt man die erste. Also, es ist schon interessant gemacht hier. Schaut's euch an. Ich mag's. Ich mag die Strecke sehr. Der Soundtrack ist Babbo. Hier Mario Kart Bahnhof. Soll natürlich an den Berliner Bahnhof anlehnen. Claro. Aber der Soundtrack ist echt Babbo, Leute. So, Berlin Byways 3 kam erst vor ein ja mit der Herbsttour 22 kam die und Berlin Byways 3 hatte dann diese fahrenden Autos hinzugefügt im Tour. Ich habe mich echt schwer getan mit Berlin Byways 3, weil die so surreal ist und einen ganz anderen Start eigentlich hatte. So, jetzt fahren wir geradeaus durch. Da, wo wir in der letzten Runde auch nochmal gleich hinkommen werden. Ja, bei den Forms kann man Stunts machen, aber dann fliegt man so extrem weit nach oben. Und das war auch schon alles von Berlin. Pflaster von Berlin. Da ist auch schon das Ziel. Sehr chaotisch, aber tolle Strecke. Wirklich. 1A Strecke. Ich mag sie. Und selbst in Tour spiele ich die gerne. Bis auf Berlin bei West 3 natürlich. Next one, Peace Schlossgarten. Die erwähnte Strecke, die einen Zusatz bekommen hat. Ja. Ohne Witz. Ihr seht auf der Minimap einen weiteren Weg, den man in der letzten Runde fahren kann. Doch wirklich nur in der letzten Runde. Weil es eben dann rückwärts geht. Ja, man kann auf Sachen Stunts machen, auf denen man eigentlich gar keine Stunts machen könnte. Weil es eigentlich keine Rampe ist.
aus Salz. Jetzt läuft der Kettenhund noch normal, aber auch der wird sich in der letzten Runde ändern. Ich bin persönlich kein Fan von Peaches Schlossgarten, weil... Ich weiß nicht. Irgendwie fehlen mir hier Sachen. Für mich ist die Strecke echt viel zu langweilig. Sei es... auf dem DS oder auf der Wii oder hier. Es ist mir einfach zu langweilig, die Strecke. Also ich persönlich würde sagen, danke, aber hätte es nicht gebraucht. Ich kann verstehen, dass viele andere sich darauf freuen, aber ich bin der Meinung, Peach Schlossgarten hätte auch sowohl auf dem DS als auch auf der Wii als auch hier mehr rausholen können. So ist es einfach zu langweilig. Ich meine, schöne Gleiterpassage hier, aber ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ja, der Kettenhund läuft jetzt rückwärts, ne? Um es mal erwähnt zu haben. Ja, ich würde ihr habt es ja gerade gesehen, dass eine von den Kollegen online ist. Und auch mal Kart 8 zockt, aber ich würde ja gerne da mitfahren, aber unter Zeitdruck wäre das nichts für mich. Vor allem, weil ich in einer Stunde streamen wollte. Anderthalb. Und deswegen zeitlich nicht mehr ganz hinkommt. Deswegen macht man das auf die Art. Die Bergbescherung. Sehr schöne Strecke. Wie gesagt, wir werden das alles nochmal erleben in 100, 150, Spiegel und halt 200. Deswegen, es gibt einiges zu tun. Und natürlich auch ein Time Trial. Werden wir auch die Strecken wieder spielen. Glasklare Angelegenheit. Ja, die Strecke ist kurz, mag sein, aber da wir bald Weihnachten haben, passt die Strecke einfach zu perfekt. Witz ist mal wieder, das Tour-Label fehlt, so wie Ninja Dojo auch schon. Ja, Nintendo hat daraus nicht gelernt. Ich überlege echt, ob Nintendo, die ursprünglich für Mario Kart 8 designt hat,
dann doch lieber erstmal für Tür rausgehauen hat. So wie es für Sky High Sunday war. Da meinen ja auch viele, dass Sky High Sunday zuerst für Tour gemacht wurde. Mag vielleicht sein, aber Leute, ganz ehrlich, was counten die Leute eher? Was zuerst erstellt wurde oder was zuerst released wurde? Und ich glaube, die meisten Leute zählen eher das, was zuerst released wurde und nicht das, was zuerst erstellt wurde. Ja, und so ist es bei mir auch. Das heißt, ich counte Sky High Sunday nicht zu Tour als erste Version, sondern zu Mario Kart 8 Deluxe als erste Version. Und so ist es auch bei vielen anderen. Bei Ninja Hideaway und Merry Mountain, da kann ich sagen, Leute, das ist eine Tourstrecke, weil die gab es auch in Tour vor Mario Kart 8 Deluxe. Ne? Und das kann ich halt bei Sky High Sunday nicht. Ja, 3DS Rainbow Road. Ich bin großer Fan von. Auf Mario Kart 7 gerne gespielt. Ist zwar bloß eine Abschnittsstrecke, aber sie hat was. Der Boden ist einfach mal 10 out of 10, liebe Leute. Und da falle ich direkt runter. Witzig ist, dass sowohl die GameCube Rainbow Road Soundtrack, der GameCube Rainbow Road Soundtrack, als auch der 3DS Rainbow Road Soundtrack das Ending von N64 Rainbow Road drin hat. Warum man das gemacht hat, keine Ahnung. Oh, Boden ist sehr gefährlich. Da bin ich. An der Stelle bin ich meistens gerne in der Luft. Und da ist auch schon das Ziel. Simpel gehalten, aber dennoch coole Strecke. So, und das waren die 50 CCM Parts. Als nächstes die 100 CCM. Bis zum nächsten Mal und ciao.